Willkommen in der Wüste von Bahrain, wo aktuell der Formel-1-Rummel stattfindet. Wir rechnen damit, dass die Wagen jeden Moment auf die Strecke gehen werden, um das heutige Training zu starten. Es gibt auf dieser Strecke also sehr viel zu tun. Worauf sollte man denn achten, wenn man fürs freie Training in das Auto steigt? Das war die Kurzfassung von der eigentlichen Sache. Schön, gut zu wissen. Ja, willkommen in den Sonnenschein. Wir fahren heute nicht sofort hinaus, denn wir haben eine Bahrain-Strecke. Erstmal begrüße ich euch hier zu 90 Minuten Formel 1 auf meinem wunderschönen Kanal. Ach ja, was machen wir denn? Ich würde mal sagen, natürlich die Streckenakklimatisierung, denn die... Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Mache ich, alles kein Problem. Ja, denn Bahrain ist das erste Mal, dass ich Bahrain fahre. Nicht nur aus Spaß oder sowas, sondern das ist jetzt eigentlich wirklich Lines Bahrain. So. Aber ich versuche heute natürlich auch ein bisschen mehr aufzunehmen. Boah, die Kopfhörer ab hier. Irgendwie stört mich heute alles hier. Ich habe seit langem nicht mehr Formel 1 gefahren. Ich bin gespannt, wie überhaupt die Strecke ist, die Streckenführung. Wie gesagt, ich habe das noch nicht davor, deswegen habe ich auch hier 90 Minuten jetzt Bahrain Training. Auch wenn das irgendwann mal auf den Sack gehen kann. Okay, das muss ich dann noch alles mitnehmen. Kurze Strecke, wie es aussieht. Aber sehr engkurvig. Nee, das mache ich überhaupt nicht. Ah nee, die geht nochmal hier hoch, okay. Ja, wie gesagt, lange habe ich nicht mal Formel 1 gespielt. Jetzt kommt endlich mal wieder Formel 1 auf einer neuen Strecke. Denn wir haben heute, wenn ich richtig gucke, den 16. Ich glaube, kam heute sogar der Bus-Simulator raus. Den habe ich mir ja vorbestellt. Der kann ich auch auf meinem Kanal. So. Das Programm hat gestartet. Scheiße. Ich muss mir allgemein an die Lenkung noch alles wieder dran gewöhnen. Ja, das ist die Kurve, die ich vorhin gesagt habe. Sind sie viel zu eng. So. Leute, bald ist es scheiße, soweit. Und die Gamescom kommt. Besser. Wer freut sich alle auf die Gamescom? Natürlich der Menseman. Ob wir sagen, noch meine T-Shirts. Habe ich mir noch nicht bestellt. Planung ist ja schon alles eingereicht. Eingereichteste dran. Aber ich habe schon lange geplant, wie T-Shirt aussehen sollen. Ja, nicht überfluten alles. Und schon. Oh, kleine Teams sind abgeschlossen, das ist sehr nice. Haben wir noch Verbesserungsmöglichkeiten. Kurve 3, Kurve 7, Kurve 10.
dem Rennfahrer hier jetzt die Gruppen mitziehen will, wo er ist. Dann macht das einer. Ich habe natürlich keine Rennfahrer hier, die mir zugucken. Aber trotzdem, das macht doch keiner jetzt hier. Oh, das war jetzt die Kurve 10, dann muss ich näher fahren. Gut, wie gesagt. So, 100 Punkte noch, ich glaube, das werde ich nicht mehr schaffen. Geschafft, nice. Nächste Runde probiere ich jetzt wie viel? Die 400 irgendwas. Nein! Aber eigentlich hat. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Und das war's. Das schaffe ich nicht mehr, da bin ich mir jetzt 100% sicher. Ja, Mäuschen guckt mich an, die hat mich bestimmt tun, auch wenn sie gerade was bekommen haben. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Ricardo liegt hinter dir. Und wir werden jetzt, naja, was, wie werden wir jetzt da reinfahren? Gemütlich, damit wir ja die Reifen schon. Haben wir erstmal hier eine grüne Version. Das ist doch gut. Dann können wir gleich mal auf das Reifenmanagement gehen. Weil irgendwie alles zusammen ergibt natürlich Sinn, aber wenn ich jetzt nur eins mache oder so, was bringt mir das? Dann kann man gleich mal die Boxen einfach testen, wie die hier ist. Offen. Und dann kann ich den. Ach nee. Alles klar, was ist das für eine kurze Einfahrt? Aber ich fahre noch über Start und Ziel. Das ist eigentlich, ja, es ist ein Quali oder so, das ist gut. Weil selbst wenn das Benzin alle ist, fahre ich schnell drüber und hab noch die Runde, wenn es ein Schnee ist. Das ist eigentlich geil. Das ist ziemlich, ziemlich nice. Die Motor wollen wir jetzt wirklich, ich weiß gar nicht, wollen wir den defekt fahren? Ja. Bei mir ist jetzt halb 10 für die Leute, die es wissen wollen. Aufgrund viel, ja, haben wir sowieso noch Zeit durchzugucken hier. Hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. 154.06. Ist so wenig, okay. Sonst ist ja eigentlich alle kmh so einigermaßen okay. 80 Dotte, 115 Dotte. Ja, ja, und wir haben sogar schon mehrere Teamziele, Alter. Motor erreicht hier eine Verbesserung der Tempora. Wir haben noch keine Reifen einer Rennsimulation unterzogen. Es stehen Ach, mehrere Sessions ja zur Verfügung. Die
Zeit drängt also noch nicht, aber irgendwann sollten wir uns für ein Reifenabnutzungsprogramm Zeit nehmen. Ey, 10 Minuten gefahren und Jeff geht mir auf den Sack damit. Ich erreiche die schnellste Zeit im Sektor 1, ohne Kurven zu schneiden. Die dritte Säurerunde ohne zu verlassen und auch... was? Bolideneinstellung. Was sind Bolideneinstellungen? Gib mir mal kurz mein Setup, mein Tablet. Boliden, Boliden. Ja, und was sind Boliden? Das sagt mir ja kein Schwein. Kann ich ihm dort keine volle Punktzahl holen, Javi? Nee, nicht so ab. Nein, gib mir die Scheiße nicht. Oh. Obwohl, wir hätten mal gucken können, was wir für Reifen haben. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1:43,5. Oh. Da gehen wir auf Reifen. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Vorhin, das ist eine psychische Belastung eigentlich hier jetzt... 2x90 Minuten plus 60 Minuten sind wir bei 4 Stunden Training zu fahren. Theoretisch 4 Stunden, also wenn ich natürlich alles fertig habe, bevor bevor die Trainingszeit natürlich vorbei ist, werde ich glaube ich das wie immer machen. Dass ich dann einfach euch nicht mal mitnehme und nochmal ein bisschen selber fahre. Wir werden es dann im Training wieder sehen. In Bali. Also so wie letztes Mal, das ist glaube ich die gute Variante. Ich bin mal auf die Zeit gespannt, die sie mir anpeilen. Weil hier kriege ich endlich mal eine Zeit, was die wollen ungefähr. Wenn meine letzte schon 1:10 war, und das ist eigentlich eine langsame Runde. Und da bin ich mal gespannt. Mir fällt hier eigentlich, kriege ich heute noch ein Paket. Oh. Das wäre jetzt scheiße für die Reifen. Wenn wir abbremsen müssen. So. Gib mir die Zeit. 1:43. Oh. Oh fuck. Ja, ich habe immer noch mal auf die Zeit geguckt. Das ist gar nicht gut. Trotzdem plus reinfahren. Ein Minus gleich. Es wird knapp hier unten.
Ich glaube mal nicht, dass ich die schaffe. Nee, schade. Okay, wir müssen das Tempo hochschrauben. Wir erreichen unsere Ziele nicht. Wir werden das Programm erneut durchführen müssen, wenn wir das Delta nicht in den grünen Bereich kriegen. Warum habe ich gerade gebremst? Das ist überhaupt Delta-Zeit. Das war 1,40, so. Nee, 1,10, was sage ich denn da? Ist ja jetzt vorbei. Oh. Theoretisch kann ich doch jetzt schon in Dings reinfahren, in Boxengasse. Startziel ist ja genau dort auf der Hälfte. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Gehen zur Garage zurück. Sehen wir uns die Daten an. Schade. Zu spät gebremst. Aber es ist Asselina, ne? Aber die ersten 50 Punkte. Komm mal auf, hier drauf gucken. Ja, Verbrennungsmotor hält theoretisch jetzt besser. Oh, muss noch einiges trainieren. Aber ich bin ja auch erst 20 Minuten auf der Strecke. Box, Box, Box. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Alter, diese Bremsung. Ich glaube, ich habe hier weiße Zahn, der kommt. Oh. Naja, sage ich mir, den Zahnarzt nächstes Mal Bescheid. Da geht das alles in den Wegen. Oh, geil. Das sieht man doch schon. Da gibt es Stellen, die sind ja richtig, richtig scheiße. Naja, 110 Punkte bisher. Ich frage mich, wie ich mir da überhaupt mal was leisten soll, wenn ich nur 110 bekomme. 125 maximal. Da gehen wir auf Benzin sparen. Also, das haben wir gesehen. Es gibt, wie gesagt, Ecken, da tut es richtig weh. Reifenabnutzungsdelta. Aber wenn ich so fahre, kann ich sogar länger mit dem Reifen fahren als erwartet.
So. Sein Mäuschen schaut mich an. Aber die haben Angst. So, Benzin sparen wir, nehmen natürlich... Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 41,0. Die alten Reifen. Fertig. Auch wozu die neuen verbrauchen? Weil ich noch brauche. Wo ich keine neuen brauche. Achso, weil sie gerade allein so fertig machen da vorne. Also ist drinne. Das war die brauche ich erstmal wieder Rivalitätspunkte, Halleluja. So viele Punkte gar nicht nie mehr im ganzen Leben holen. Benzin sparen wir nicht, ich bin gerade im falschen Weg. Ich liebe rein sogar in der Nacht. Ich bin mal in Bahrain, weil die Strecke in der Nacht. Das wäre auch geil. Ich kann ja auch bloß vorproduzieren, weil ich einen, na, ich heute Nachtschicht habe. Ich muss noch ein Paket annehmen, deswegen. Ein Kumpel Geschenk. Also das erste von zweien. Was ich eigentlich bereue, weil ich das selber hätte kaufen sollen für mich noch. Das ist ein guter Schnaps. Gucken, ob uns eigentlich nur Alkoholisches. Hat eigentlich was Gutes, aber das erzähle ich dann gleich. Okay, verhakt. Ja, weil man kann sich zwar Geld schicken, aber... Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Aber wenn man Alkohol schenkt, kann man auch Alkohol schenken, der so... der einen noch nicht kennt, oder eben gut schmeckt und der aber nicht im Laden zu kaufen ist, sondern über Internet oder so. Und ich habe eben einen Stichpilz in die Bockfurzer Lorien für ihn gekauft. Und einmal einen grünen Schluck, den kriegt man beide nur noch über das Internet. Geil. Ah, können wir mal testen, komme ich hier noch in die Kurven? Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Jo! Geil. Geile Scheiße. Das ist ja scheiße.
Och man, das regt mich gerade auf. Gut, ich habe extrem viel Zeit für unsere Sparmodus. Aber im Mittelfahren muss ich trotzdem noch. Ah, 10 vor 10. Viel Verkehr. Hm, 31. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,41,0. Noch nicht mal eine Sekunde bin ich hinter. Ich fahre auf Medium. Wo ist denn überhaupt Alonso hin? Da ist er. 3,42. Oh, Grosjean, Massa, Palma und Wehrlein sind noch nicht gefahren. Okay. Ah, Palma ist gerade draußen. Oh, der fährt gute Zeiten. 32, naja. Puh, gut, dann können wir uns mal angucken, welche Reifen wir überhaupt zur Verfügung haben die ganze Zeit jetzt. Welche sonst mitgegeben? Oh, da sind ja viele Reifen. So, da haben wir... Mhm, gut. Wir haben hier... Oh, kommen wieder runter. Für... das Training kamen wir jetzt die hier. Jeweils Programm 3, okay. So, dann haben wir Qualifying, kann man vorbehalten. Superweiche, dann haben wir Superweiche und Soft. Und dann haben wir Super, nochmal die Super Soft. Und für das Rennen haben wir dann nur noch die Soften und die Weichen. Hm. Okay. Können wir wieder rausfahren. Wieder mit unserem schönen Programm. Nehmen die alten Reifen wieder. Boah. Also irgendwie spinnt mein PC rum. Alles bereit. Das merke ich an den Kopfhörern, das merke ich am Ding. Klar, ich will mir schon seit langem einen neuen holen, aber ich muss auch auf den Autoschen sparen. Und ein Auto ist nicht gerade billig, nicht wahr? Ich versuche diesmal ein Jahresbon oder sowas zu nehmen. Bleibt der jetzt eigentlich auf 80, wenn ich durchdrücke? Nee. Ich freue mich schon richtig auf den Bus-Simulator. Dann wird man aus meinem Kanal langsam wieder ein richtiger Simulationskanal, was eigentlich auch sein sollte oder werden sollte. Ich überlege schon die ganze Zeit wieder einen neuen Kanal zu erstellen, aber dann auch den hier auf Eis zu legen. Das soll jetzt heißen, das gibt es noch, aber es wird nichts mehr hochgeladen. Was für Formel 1 noch hier drauf. Das ist doch schon Simulation. Das sind Sachen, wo man sich überlegen muss, machen wir das jetzt wirklich? Zeit hole ich noch auf. Ich muss eigentlich viel, viel früher bremsen.
haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Sag doch, dass ich doch in die Zeit wieder reinkomme. Und komm jetzt wieder da rein langsam. Du kannst bleiben. Ich würde es mir echt interessieren, mit ob ich, wenn ich jetzt gleich reinfahre. Das wäre sehr, sehr eng, würde ich sagen. Jetzt probieren wir das nochmal in dieser scheiß Kurve hier. Zeitweise sind wir echt am Arsch. Aber man merkt schon, dass man nur ein bisschen fahren muss und dann kommt man in die Strecke schon rein. In den 90 Minuten hatte ich ja eigentlich so aus realer Sicht angemacht. Aber auch, dass ich mal testen kann, weil ich habe keine Zeit, die noch dann nebenbei zu testen. Die YouTuber, die sich ja direkt auf Formel 1 oder sowas spezialisiert haben oder so, also ich sage jetzt mal PeteSmiet oder so, die das schon oft spielen, die haben auch ab und zu mal Zeit zu trainieren noch. Aber dadurch, dass ich arbeiten gehe und dann schlafen wir und sowas. Hab von eben keine Zeit dafür. So. Boxen. Das war zu schnell, ja. Schädi. Zeit werden wir jetzt noch haben. 50 Minuten. Okay, ich glaube 50 Minuten sein. Ja, vorne, hier ist ja sogar Feuerlöscher und alles. So, hier jetzt erst Stromzähler und Steckdosen und weiß ich. Okay, ja. Klar, die müssen Steckdosen da haben am besten. Im besten Fall. Weil wie Strom sonst die Reifen. Also laut dem Plan sieht es richtig scheiße aus mit dem Benzinsparplan. Also ich habe 78% Vollgas, also 5%, das ist ein Coast. 15% habe ich gebremst. Ich habe Benzin... Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 41,0. Ich brauche 91 Kilo. Ich glaube 95 in rein, oder? Das sieht aber richtig schlecht aus. Dadurch, dass ich mich öfters rollen lassen habe, nur damit ich eben reinkomme. So, Qualifying Tempo würde ich sagen, machen wir später C19, das gehen wir locker hin. Und dann gehen wir nochmal zurück auf die Streckenakklimatisierung. Wir haben ja noch 55 Minuten Zeit. Und... Ach komm, machen wir eine Fliegenrunde. Mal gucken, wo wir jetzt starten überhaupt. Jo, bist du nach der Kurve oder was? Jo.
So, Streckenakklimatisierung. Das erste, was man machen müsste, wenn man auf die Strecke kommt. Mein Cityfelder kommen. Mach so zu langsam. Scheiße. Das sieht gut aus. Versuchen wir jetzt in den violetten Bereich zu kommen. Jetzt ein Beständigkeitsbonus. Mehrere Kurven hintereinander meistens. Gesehen. Nein! Geil. Ma. Gut, ich schaffe das eh nicht mehr diese Runde, aber trotzdem scheiße. Concentration. Letzte Runde. Das ist die letzte Runde des Programms. Nein, scheiße!
Jetzt können wir es mal testen hier. Ah. Man wird abgebremst, okay. Oh, Scheiße. Ja gut, die Verwarnung leckt mir am Arsch. Das war jetzt ein Test. Sieht doch gut aus. Oh, die letzte Kurve. Alonso ist auch da reingekommen, okay. Die Kurve 4 ist langsam. Bloß das will ich jetzt machen, bevor ich die Rennstrategie und dann das Qualifying. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1:41,0. Dann gehen wir mal raus. Meine Mäuse gehen ja auch halt weg. Warum die Mama nicht mehr? Ja. So, schauen, die sehen zwar süß aus, aber ich kann nicht alle halten. Ich habe leider keinen Platz dafür. Scheiße! Verdammte Scheiße! Mann! Kann ich bei deinem Motor mal hochgehen? Weil ich den gerade nicht berührt habe. Gut, jetzt Concentration auf hier. Scheiße, Mann, so ein verdammter Kerl. Fünf, ja, ist mir scheißegal, Mann, so. Die Rennleitung hat dir eine 5-Plätze-Strafe aufgebrummt.
so ein hässliche. Wir haben noch eine Runde. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Schaut man nicht mehr. Weil ich jetzt auch die Lernzeit reinfahren musste. Okay, geh sanfter mit dem Wagen. Um so viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Rasender Bock. Ich war auch auf dem Tempo gewesen. Und das war ein Sonntag. Ah nee, Sonntag kommt das Rennen. Sehe ich gerade. Ah, wir sind sogar schon in der nächsten Woche. Jetzt habe ich nämlich schon Urlaub. Jetzt bin ich schon bei meinen Eltern. Weil hier ist nämlich das Rennen. Das habe ich nämlich noch vergessen aufzuschreiben auf meinen Plan. Und jetzt brauchen wir noch sein Bild und seine Zeit. Oh, fuck. Ins 40, ja, schön, eine halbe Stunde noch. Hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Ich will diese Scheiße noch fertig haben. Wir werden es, wenn wir so alle fahren, das wird so geil, da wäre ich 7 da. Wäre es Mexikaner? Mhm. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 41. Eine Minute Zeit. Leute, kommen wir mal kurz hier entspannen. Ey, was ist denn jetzt alles passiert? Größtes Problem ist bei mir 14:15 gewesen jetzt. Oder allgemein immer. Und ich brauche 100 Punkte mehr. Das heißt, ich muss eigentlich alles perfekt fahren. Krieg das mal hin. Wir haben zwar noch mal 90 Minuten an Zeit. Aber wir haben jetzt noch mal 2 Stunden locker, die ich rumsitzen kann. Das heißt, 12 bei mir. Ich
wechsle mal die Reifen. Welche die nie so runtergefahren sind. Es war jetzt ganz anders natürlich mit denen dann zu fahren. Verdammte Scheiße! Jetzt krieg ich das hin, leck mich doch. Letzte Runde, das ist die letzte Runde des Programms. Ach, Scheiße, ich fuck ja gegen die Wand.
Ey, das gibt's doch nicht. Ich bin, wie langsam soll ich dann noch reinfahren? Aber ich werde immer besser. Ich werde immer besser. Wir haben auch gesehen, ich muss nicht alles 100% schaffen. Was hat denn der hochgehoben? Das ist eine Bestzeit oder was? Die gehen ja in die Shuffle. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,41,0. Ab wieder raus. Aber nicht mit den mittleren, die sollen ja weg. Die sollen verbrannt werden. Probieren wir es noch einmal mit denen. Sonst können die auch weg. Und nur was für ein Sonntag. Da habe ich auch schon was in Planung. Und das nächste dann auch. Diesen Sonntag auch. Also brauchen wir jeden Sonntag dann was. Wie es aussieht, gut, dann ist es auch gut. Das sieht gut aus. Versuchen wir jetzt in den violetten Bereich zu kommen. Du erhältst einen Beständigkeitsbonus. Mehrere Kurven hintereinander meistens. Ja, jetzt will er rauskommen. Jetzt nie geschafft, naja. Eine Runde haben wir ja noch.
Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Erreich mindestens 0. Scheiße! Nein, mir fehlen so viele fucking Punkte. Oh. Ja, bei mir ist es jetzt halb über. Ich bin müde, muss einkaufen gehen und. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch was hinkriege. Wir haben noch 18 Minuten. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 41,0. Ich glaube, ich lasse es jetzt. Wir machen das am besten am Samstag nochmal. Aber wir gucken mal, Platz 7 sind wir immer noch. Sehr gut. Wenn es so im Qualifying ist, alles kein Problem. Soft Reifen drauf, der Rest Medium oder wie ist der Geil was. Gut. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Räikkönen, Vettel und Valtteri Bottas. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Na, gucken wir mal. Rennleitung. Ach, hier Vorwelle. Ja, okay. Gut. So, da würde ich sagen, lass mal Daumen nach oben da. Wenn ich einen Daumen nach unten schreibe, dann kommt darauf, ob natürlich mehr davon sind oder nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.